Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 und werden von den Tyranniden angegriffen und müssen verteidigen. Dann sag ich mal, let's start. Sehen auch alle hungrig aus, Mäuler sind offen, aber an den Necrons werden sich ja die Zähne kaputt beißen. Wir sind zu hart für sie. Wie läuft das überhaupt mit den Necrons? Wie werden sie zu diesem Körper? Also, nee, früher waren sie eine andere Lebensform oder so, war das ja, ne? Haben sie euch im Video gesagt. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß nichts über die Necrons. Ich weiß, wie die Spielfiguren aussehen und das war's. Und dass sie Spaß machen. So. Unterstützen wir die mal. Sollen sie mal ruhig wissen, wo wir sind. Ah, das hätten wir uns mal aufsparen sollen. Die rammen ja gerne. Erstmal nicht mehr springen, nur springen und ein bisschen weiter auseinander. Frontbewaffnung, automatisches Schießen erlaubt. Wir müssen ja aufpassen, nicht so nah beieinander, weil dann haben die natürlich höhere Chancen mit dem Ram. Der wichtigste ist in der Mitte. Wer ist der zweitwichtigste mit Skarabeus? Ach, diesen komischen, doofen Strahl. Haben keinen. Sternimpulswaffe und zweimal Sternimpulswaffe. Aber kein Skarabeus. Kugel der Wiederbelebung. Pyramide der Wiederbelebung, oder? Leichten und schweren kritischen Treffer. Hm. Ach, Wiederaufbau. Das ist Wiederbelebung. Aufbau. Die Pyramide. Okay. Reparieren wir quasi das Schiff oder was? Effekte, sowas wie Brände und so. Hm. Naja, wo ist der Verschlinger? Hat er keinen Hunger? Ich höre ihn. Genau. Da haben wir den ganzen Rotz. Oh. Feuer. Ah, der ankert sich da. Die könnte ich hier versenken, machen wir aber mal nicht. Oh, da trifft die Kugel was? Nee. Spring mal da weg. Bist mir zu nah dran. Seitlichen Beschuss. Das ist der Anführer, glaube ich, ne? Da machen wir eine Blitzaktion drauf. Vielleicht kriegen wir da ein paar Pläne. Ah, da habe ich aufgepasst. Ich versenke die Station. Okay, hat nichts gebracht, schade. Na, ist da hinten explodiert. Oh, hier, Nahkampf, Nahkampf. Die Tyranniden sind an Bord. Kommt nicht weg. Scheiße. Bunkerwaffen und Feuer. Scheiße.
Ja, mit dem Wegkommen, das habe ich noch nicht so drauf, glaube ich. Energy for recall. Das war knapp. Way of death. Die Leichen halten die Schüsse auf. Das ist ja nervig. War das schon immer so? Ah, der will mich unbedingt haben. Ah, der holt doch nur wieder Anlauf. All power to motive units. Tja. Da kommt noch einer. Oh, ihre das ist ja wieder typisch. Treiben wie tote Wale am Strand hier. Treiben wir gar nicht, die liegen hier. Wilder Instinkt, ja, hat keine Synapse mehr. Interessant, dass er auch gleich die Schilde verliert. Würde mich ja echt abnerven. Ach, hier ist auch noch einer. Ja, auch Wilder Instinkt und das war's. Wilder Instinkt ist ja wahrscheinlich nichts anderes als Meuterei. Ja, keine Chance. Aber wir sind echt übel, ne? Dass das jetzt echt ein Nachteil ist, weil die eine Waffe diesen einen Fortschritt so gewählt haben, dass der Gegner an uns rankommt. Das ist jetzt ein Vorteil gegen die Eldari-Elder. Ein Nachteil gegen die Tyranniden, dass wir uns die dann ranholen. Die wollen wir uns ja nicht ranholen. Wir wollen die ja weg von uns haben. Ja, wenn das jetzt nicht ein Angriff jetzt nicht gewesen wäre, hätte ich die Runde übersprungen, aber wie ich es jetzt eigentlich auch wollte, aber ich habe vergessen, dass die angegriffen, also angreifen wollten. Toll, nichts. Müssen wir warten, bis das Chaos angreift. Weil wenn da oben drei Flotten drin waren, im Skellos-Sektor, da greife ich nicht an. Ja, Dentor gehört nicht mehr der imperialen Armee. Oh, da. Ich glaube, die wollen in unsere Richtung springen. Die verdienen jetzt gerade so einige Systeme. Na gut, das war Harakiri. Ist mein Planet? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Achso, hier haben wir keine Einheit in dem Sektor. Hallo Maus oder hallo Spiel, darf ich jetzt steuern? Gibt es jetzt eine Einblendung oder irgendwas? Weil er lädt. Entweder muss das Spiel mal verbessert werden oder ich brauche einen neuen Rechner. Schließen Sie den Sondereinsatz in Harvest System des Skaros Sektors ab. Aha. Ah, hier wird's.
Achso, wir sind ja quasi hier. Ist jetzt scheiße, jetzt habe ich hier drei Flotten gebunden, weil da oben dieses dreckige Chaos sich nicht traut, mich anzugreifen. Ah, das ist doch bescheiden. Und hier fehlt ein Anführer. Ach ja, das war ja meine dumme Tat. Ja, dann holen wir ihmchen. Wobei diese großen Schiffe, diese Kreuz, sind das Kreuzer gewesen? Die habe ich mir echt langsam ins Herz eingesteckt. Die halten ja richtig viel aus. Das ist einfach gut. Die müsste ich eigentlich in jeder Flotte haben. Ach so, nur ein Punkt. Wow. Dann warten wir eine Runde ab. Vielleicht kriegen wir mich noch so einen rein. So, jetzt steige ich auch mit den ganzen Systemen langsam nicht mehr durch, wo was ist, wo was noch passiert. Ah ja, die haben wir zurückgeschlagen, das heißt, die könnten wir woanders hin ziehen. Haben wir hier noch irgendwo Reserve? Nö, ne, das war's. Keine Reserve. Aber diese Tore ermöglichen es ja uns auch schnell irgendwo hinzukommen. Hier müssen wir. Ah, hier ist kein Tor. Verdammte Kacke. Das Tor ist da, da müssen wir warten. Dammit. Verdammt. Da warten wir, bis die angegriffen haben. Wir kämpfen mal gegen die Tyranniden. Dann müssen wir uns da noch gedulden. Könnt ihr euch reparieren? Truppen kaufen können wir nicht. Ihr seid voll. Okay. Was haben wir hier noch? So, bringt noch ein bisschen Ressourcen. Und dann mehr würde ich erstmal nicht ausgeben. Jetzt aber Zug beenden. Gönne ich mir mal einen Schluck Kaffee. Tanz auf Melikor? Ne, keine Ahnung. Egal. Ich mache mal eine Autoschlacht, weil auch wenn wir mit 900 Punkten angreifen, müssen, haben wir das Doppelte. Das sollte ja wohl klappen. Jawohl. Jetzt muss sich nur mal einer von denen da erwägen, mal runterzukommen. Genau so. Tyranniden konnten da vernichtet werden. Breiten sich ganz schön aus. Er hat sich verstärkt. Oh, die könnte von mir aus töten. Da habe ich keinen Bock auf die. Oh! Hat es dafür eine fette Raumstation hingesetzt. Aber den Punkt holen wir uns jetzt. Ach, da ist der Sonneneinsatz. Das ist jetzt auch ein System, was wir gar nicht gesehen haben, ne? So, erstmal wollten wir hier hin. Der angegriffen in der Mitte? Nö. Also. Oh! Zwischensequenz.
Bellis Corona is a vital anchorage, serving as the Imperial Navy's primary base in the Segmentum Obscurus. Over the millennia, its importance has only grown, and it now acts as the Imperium's administrative capital for the entire Segmentum. In the prelude of the 13th Black Crusade, the arch-traitor Typhus descended on Bellis Corona, spreading a devastating contagion, named in whispers as the Plague of Unbelief. Despite Typhus' assault and the loss of billions of lives, the sector held firm. But in recent days, Psykers stationed in Bellis Corona have suffered total collapse. Their minds torn asunder by some strange and terrible shadow moving through the Immaterium. This can only bode ill. Ja, Tyranniden. So, Nummer 1 ist drüben, dann ziehen wir gleich mal den nächsten hinterher. Also hier gefällt es mir besser, weil die Tyranniden wohl keine hier Stationen bisher gebaut haben. Das könnten wir vielleicht auch mit den beiden Flotten hinkriegen. So. Das Mechanikum. Sollte keine Chance haben. Lucius Krieg hieß der, glaube ich, gerade. Habe ich es richtig gelesen? Lanzen und Zaps treffen immer und versenken die feindlichen Schiffe. Senken die feindlichen Schiffe um 25. Panzerungswert oder was? Da schon wieder das Tau-Symbol, das nervt mich. Vor allem, weil mir es jetzt aufgefallen ist. Wenn mir das nicht aufgefallen wäre, dann würde ich das wahrscheinlich nie. Würde ich mich nicht drüber ärgern. Kein Skarabeus. Aha, es ist doof. Was ist denn hier vorne? They are doomed. Zwei Signale? Na gut, solange die Station alleine ist, holen wir die uns. Feindliche Jäger. Und stopp. Und du. Motive Units fully engaged. So, haben wir Glück gehabt. Oh, warte mal, Pause, das geht doch gar nicht weg da. Hört das auch mal auf hier? Das wird ja gar nicht schwächer. Gut, freie Fahrt. Wohl, wisst ihr was? Wir machen seitlichen Beschuss und. Nee, ich wollte es nicht. Oh, das wollte ich haben. Und das wollte ich haben. Schießt da hinten? Nee. We are
Los, zerstört die Station. Ah, kommt er nicht ran oder was? Wir müssen noch da Truppen rüberkriegen, verdammt. Auch du, komm näher. Ja, da haben sie einen kleinen von mir zerstört. Kugel der Wiederbelebung. Transdimensionaler Scheiß. Und der kommt mir ganz... Oh. Ah, jetzt sind sie natürlich mit dabei. Das hätte ich ungern gehabt. So, ihr weg. Du weg. Du drehen. Weiter. Weißt du was? Ne, können wir noch nicht machen. Scheiße. Wie sieht's bei dir aus? Können wir auch noch nicht. Diese Station muss fallen. Jetzt muss sie explodieren, weil da gerade was Schönes in der Nähe ist. Na, explodiert sie? Netz. Nicht mit mir, du kleine Ratte. Ah shit, der kommt mal in die Richtung. Dann spring weg. Haben wir noch Nahkampfeinheiten? Rüber. Blitzschlag, rüber. Blitzschlag, rüber. Du machst einen Rückzug. Komm ein bisschen näher ran. Ja, auch Meuterei. Oh, 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 Waffe beschädigt. Ich habe keinen Blitzschlag frei. Scheiße. Ich wollte nicht, dass er entkommt. Wertpapiere, die müssen wir uns holen. So, der braucht noch ein paar Sekunden. Dann mache ich hier auch diese Sternimpulswaffe. Hm, 24 Sekunden. Dann muss er in den Nahkampf.
Klack. Und dann reparieren. Alle Mann ran. Können wir da noch irgendwie... Nee. Nichts in den Nahkampf schicken. War wohl nicht ganz dran. Ja, es ist wieder zu weit weg. Gut, das war's. Dafür, dass wir in Überzahl waren, haben sie uns das Leben aber echt schwer gemacht, glaube ich, ne? Ich musste ja ein Schiff zurückziehen und war leider nicht so einfach, wie ich es mir doch vorgestellt habe. Aber, ja, und einen kleinen Jackal haben wir verloren, das ist aber nicht so schlimm. Dafür sind sie ja da, die Escortschiffe. Hauptsache die Großen bleiben am Leben. So. Das war das Zeichen zum Essen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, mein Essen ist quasi gleich fertig. Und dann werde ich jetzt auch diese Folge mal unterbrechen. Habe ich irgendwas Wichtiges übersehen? Nur die rüsten jetzt hier nach und nach auf. Dann können wir da... Ja, ich bin gleich soweit. Oh, klappt euch hier mal rum. Kommen wir eh nicht rein. Ja, da müssen wir warten, bis das Chaos uns angreift. Das tut's auch. Das ist ja nett vom Chaos. In zwei Runden, wenn wir das, dann müssen wir die halt angreifen. Auch wenn wir, wenn die in Überzahl sind oder so. Scheiß der Hund drauf. Wir müssen die angreifen und platt machen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.